In den nächsten Tagen kommt Pokémon Strahlender Diamant auf den Markt und ich wollte euch mitteilen, welche 6 Pokémon ich in mein Team nehmen wollte. Fangen wir an. Am Anfang haben wir den Starter. Ich nehme da Plinfa, das Wasser-Pokémon. Warum Plinfa? Plinfa entwickelt sich zu Empoleon. Das ist ein Wasser-Stahl-Pokémon und die Kombination Wasser-Stahl ist in dem Spiel super selten und auch sehr stark. Man hat da sehr viele Resistenzen. Die einzigen Schwächen, die man hat, sind einmal Kampf-Moves, Boden-Moves und Elektro-Attacken. Aber da haben wir natürlich andere Teammitglieder, die diese Schwächen ausgleichen. Welche Attacken hätte ich denn für Empoleon? Er lernt von sich aus Siedewasser oder per TM. Wenn wir kein Siedewasser haben, nehmen wir Surfer. Dann gibt es per TM Lichtkanone, das ist eine gute Stahlattacke. Dann lernt Empoleon auch noch Bohrschnabel, das ist dann eine gute Coverage-Attacke für die Käfer- und Pflanzen-Pokémon. Und zu guter Letzt würde ich irgendeine Eisattacke nehmen wie Eisstrahl. Aber ich vermute, dass Eisstrahl irgendwo gegen Ende des Spiels verfügbar sein wird, weil es halt eine sehr gute Attacke ist. Als nächstes Pflanzen-Pokémon habe ich mir gedacht, ich nehme Fulipurba mit ins Boot. Fulipurba ist die Evoli-Entwicklung und ist ein guter physischer Angreifer. Es hat auch eine gute physische Defensive, heißt, man kann Fulipurba wunderbar in Gegner einwechseln, die physisch angreifen und da hält man auch ein paar Attacken aus. Als Attacken von Fulipurba dachte ich mir, nehmen wir mal Laubklinge mit dazu. Der Nachteil an Laubklinge ist, dass diese Attacke erst sehr spät im Spiel verfügbar ist. Irgendwo Level 50 oder so lernt es die Laubklinge. Dann haben wir die TM Schaufler. Dann haben wir vielleicht noch Sonnentag. Man kann ja die Sonne rausholen per Attacke. Und dann würden wir andere Feuer-Pokémon begünstigen. Und als nächste Attacke hätte ich da die Kreuzschere. Kreuzschere ist halt eine gute Coverage-Attacke. Aber falls es mit Fulipurba nicht klappt, nehme ich das gute Roserade mit ins Boot. Vom Typing her Pflanze Gift. Eigentlich sehr gut. Wir haben dann eine Bodenneutralität, sage ich mal. Dann aber eine Psychoschwäche. Aber Roserade würde dann ein guter spezieller Angreifer werden. Hat Matschbombe drauf, hat Gigasauger oder eine andere gute Pflanzenattacke drauf. Aber leider haben wir keine Kraftreserven mehr im Spiel. Deshalb hätte ich es gut gefunden, wenn wir Kraftreserve Feuer oder Kraftreserve Eis hätten. Als nächstes brauchen wir ein Feuer-Pokémon. Aber Feuer-Pokémon sind hier in dem Spiel rar gesät. Da hätten wir Galoppa, was ich eher nicht bevorzuge, weil Galoppa sich erst spät entwickelt, irgendwo bei Level 40. Und ich will ungern mit einem Ponyta durch die Gegend gehen. Dann haben wir gesehen, dass es ein Hundemon gibt. Und Hundemon wäre das Pokémon, was ich gerne ins Team nehmen würde. Es hat das Typing Unlichtfeuer, also haben wir eine Unlichtattacke im Team. Dann nehme ich als Attacken Flammenwurf, die Standardattacke auf Hundemon. Dann kann es per TM oder konnte es per TM Matschbombe erlernen. Mal gucken, ob es in dem Falle auch so ist. Spukball wäre auch so eine gute Attacke. Und die Finsteraura. Wenn Finsteraura nicht geht, dann nehmen wir einfach die erlernbaren Attacken von Hundemon. Aber der Nachteil an Hundemon ist, es ist zwar schnell mit 95 Base, aber es ist eine Glaskanone. Das heißt, man kann es nicht in physische Attacken irgendwie reinwerfen, weil sonst stirbt es sofort. Als viertes Pokémon habe ich mir gedacht, bräuchten wir ein Flug-Pokémon. Und das ist das gute X-Bart. Ich schwanke zwischen X-Bart und Staraptor. Staraptor ist ein normal Flug-Pokémon. Da haben wir eine Bodenimmunität, eine Geistimmunität und einen guten Kampf-Switch-In. Aber X-Bart ist bedeutend schneller, kann also mit der Kehrtwende sich irgendwie eine Switch-Advantage holen. Oder wir haben einfach den Sturzflug und hauen einfach Schaden raus. Der Nachteil an X-Bart ist, es ist nicht das stärkste Pokémon von der Angriffskraft, aber es hat eine gute Schnelligkeit, es hat den Ruheort drauf. Was ich nicht weiß, ist, ob man Toxin in dem Spiel hat. Wenn wir Toxin im Spiel haben, kann ich Toxin drücken, den Gegner vergiften und dann mit Ruheort ein bisschen stallen, wenn ich den Gegner so nicht besiegen kann. Aber an sich ist X-Bart immer ein gutes Pokémon. Dann haben wir Gardevoir. Ein gutes Feen-Psycho-Pokémon. Es ist relativ schnell. Es ist offensiv ausgelegt mit den Attacken Mondgewalt. Dann haben wir Psychokinese. Dann hat es dazu bekommen die Magieflamme. Dann können wir auch den Spezialangriff senken von dem Gegner. Und als Coverage Spukball. Ich hätte auch Pixie wählen können, aber Pixie ist eher so ein defensives Pokémon und ich wollte es hier offensiv haben.
Man könnte auch ein Togekiss mit ins Team reinholen, weil Togekiss schon an sich stark ist. Es hält sehr viel Schaden aus. Es kann auch gut austeilen. Aber ich gehe hier mal mit Gardevoir. Und als letztes Pokémon haben wir das Elektro-Pokémon Luxtra. Luxtra kann den Bedrohung haben, dann hat es den Voltwechsel und dann kann es noch alle Zähne erlernen, alle Zahnattacken. Donnerzahn, Eiszahn, Feuerzahn, dann hat es noch den Knirscher drauf. In der Generation hat es noch den Knuddler bekommen. Da könnte man überlegen, Luxtra mit Knuddler zu spielen. Und dann hat es noch den Psychobeißer bekommen. Luxtra ist jetzt ein Pokémon, was sehr variabel gespielt werden kann. Aber an sich war das schon mein Team. Ich habe mir gedacht, ich nehme Empoleon mit, Fuulipurba, Hundemon, Ixbat, Gardevoir und Luxtra. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welche Pokémon ihr gerne mitnehmen wollt. Wie sieht euer Team aus? Kauft ihr euch das neue Remake oder denkt ihr euch, nee, ich pausiere, ich mache, was Pokémon angeht, erstmal gar nichts? Schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder bei dem nächsten Video. Bis dahin, ciao.